Einen schönen guten Tag, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder aus dem Dialogzentrum Leben im Alter. Mein Name ist Detlef Rüsing und mein Kollege ist auch dabei, Christian Müller-Herge. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass Sie wieder dabei sind zum Haustheater. Sie wissen, unser Format, was wir unregelmäßig machen, wo wir bestimmte Themen diskutieren. Und diesmal hat es eigentlich einen sehr aktuellen Anlass. Vor ein paar Tagen hätte eigentlich unsere Jahrestagung stattgefunden mit dem Titel Das Team als Therapeutikum. Und wir wollen genau zu diesem Thema heute unser Haustheater machen, zu dem Thema Team als Therapeutikum. Und vor ein paar Tagen hat der Christian auch auf unserem Blog und auf unserem YouTube-Kanal einen ausführlichen Vortrag zu diesem Thema präsentiert. Ein Vortrag, wie er so oder in etwas anderer Form unter anderem natürlich auf unserer Tagung gehalten worden wäre. Wir sitzen weiter an diesem Thema, weil wir es für ein sehr, sehr wichtiges Thema halten. Und wir würden jetzt einfach einsteigen. Christian und ich werden jetzt einfach über dieses Thema uns nochmal austauschen. Und wir hoffen natürlich darauf, dass wir in Zukunft auch diesbezüglich von Ihnen hören werden. Fangen wir nochmal an. Der Gottfaser der Demenzpflege in Deutschland, Professor Erich Grund, der leider in diesem Jahr verstorben ist, noch gar nicht lange her. Der hat mal in einem Buch geschrieben, also als ich in den 80er Jahren meine Altenpflegeausbildung gemacht habe, war das Buch über zur gerontopsychiatrischen Pflege von Professor Grund das einzige Buch, was es überhaupt in diesem Bereich gab. Das hieß Die Pflege verwirrter alter Menschen, hieß es damals. Mhm. Und war im Lambertus Verlag erschienen. Ich weiß gar nicht, ob es das so heute an der Stelle noch gibt. Das war sozusagen unsere Bibel, unsere Fibel und unsere Bibel in diesem Bereich. Und der hat damals, darum sage ich das, gesagt, dass der Mensch die beste Medizin ist im Vergleich zu Psychopharmaka und Ähnlichem. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, wenn der Mensch die beste Medizin ist, ist das Team vielleicht die noch bessere Medizin, also nicht nur ein Mensch, sondern mehrere Menschen, die zusammen ein Team bilden können? Oder anders gefragt oder anders gesagt, ist ein Team tatsächlich mehr als die Summe der einzelnen Teile derer, die in einem Team sind und können darüber hinaus wirken, so wie jeder einzelne Mensch von uns wirken kann. Wie gesagt, Christian und ich, wir haben uns lange und intensiv damit beschäftigt, Christian noch viel mehr als ich, und darum fangen wir sofort an und gehen direkt einfach mal sozusagen auf die entscheidende Frage zu. Kann das Team als Therapeutikum wirken? Christian, was meinst du? Ja, ich denke schon. Man muss natürlich immer so fragen, es handelt sich natürlich nicht mehr so um einen kurativen Ansatz, also wo man heilen kann, ja, sondern die meisten alten Menschen mit ihrer psychischen Verfassung, da ist ja die Spannbreite dessen, was da jetzt auch in Entwicklung noch möglich ist, eher recht schmal. Und die Aufgabe ist ja eher, sagen wir mal, mit seiner psychischen Verfassung zu leben und nicht diese noch einmal radikal zu ändern. Und in der Regel ist das natürlich so, dass schon im Alter, wenn dort mehrere psychische Erkrankungen zusammenkommen, die Menschen Eigenheiten entwickeln, mit denen zurechtzukommen nicht so ganz leicht ist. Nicht? Und dann ist so die Frage, ja, was kann für deren Alltag entlastend sein? Und in der Regel ist das ja immer so, dass alle psychischen Störungen oder, ja, sagen wir mal, Zuspitzungen, die man hat, ja auch immer beziehungsrelevant sind. Mhm. Also man wird ärgerlicher, paranoider, depressiver, klagsamer, klammernder, was auch immer. Und das macht ja was. Ja, das heißt also, all diese inneren Verfassungen, die bringen, die haben ja mal Auswirkungen auf die sozialen Systeme. Das belastet dann den Ehepartner oder die Kinder oder auch die Pflegekraft. Und wenn diese nun in der Lage sind, das auf eine Art und Weise zu nehmen, die nicht zu einer Verschärfung kommen, sondern wo ich eher Trost erfahre oder Verständnis erfahre oder eine Ablenkung oder in irgendeiner Weise ein gutes Angebot im Kontakt und in der Interaktion, dann kann sich auch wieder bei mir innen drin etwas verändern. Das heißt also, man könnte sagen, die Innenwelt eines Menschen ist in der Regel relativ porös hin zu der Außenwelt. Und wenn die Außenwelt in der Lage ist, sagen wir mal so, den richtigen Sparringspartner zu bilden, ja, dann kann sich auch in mir etwas ändern. Und aber kann denn der Sparringspartner ein Team sein oder ist der Sparringspartner nicht immer eine Einzelperson? Ja, also das ist natürlich immer so, dass
dass wenn man alleine, zum Beispiel jetzt sagen wir mal als Angehöriger mit einem Menschen zusammenlebt, ja, dann kann das schon sehr belastend sein, weil sich das so zuspitzt. Also ich habe so eine geringere Bandbreite. Aber im Team, da kann ich vielleicht mal den anderen Kollegen ranziehen, der hat vielleicht eine etwas andere Art. Oder ich weiß, die oder jene, die hat eine besonders gute Beziehung zu dem oder die hatten eine andere Form, damit umzugehen. Das heißt also, ich habe sozusagen eine breitere Spielwiese. Ich bin nicht nur auf das angewiesen, was ich so zu bieten habe, sondern ich kann über die Ressourcen von vielen verfügen. Und auch wenn ich jetzt vielleicht beziehungspflegender bin und ich habe eine Weile mit einer Person gearbeitet, aber ich kann jetzt mal nicht mehr, weil ich halte dieses depressive Jammer nicht mehr aus oder ich halte diese paranoiden Angriffe nicht mehr aus, dann kann ich mal sagen, hör mal Heinz, kannst du heute mal übernehmen, ich habe die Faxen, ich nicht mehr. Das heißt also, ein Team stellt im Grunde genommen, also idealerweise, eine größere Bandbreite von psychischen Ressourcen dar, um mit diesen Personen umzugehen. Das ist mal so erste Antwort darauf. Mhm. Aber wollte ich sagen, dann sind wir wieder an dem Punkt, dass dadurch, dass ich ein Team habe, der eine oder die eine den anderen entlasten kann, unter Umständen ersetzen kann. Aber die Anfangsfrage, die ich mir gestellt habe, war, ob durch das Zusammenspiel der einzelnen Personen eines Teams sozusagen auch noch mehr daraus werden kann als einzelne Personen. Ja. Also, was ich jetzt gesagt habe, erst im ersten Schritt, das hat sich ja sehr auf den Klientenbezug bezogen. Das zweite ist natürlich, sagen wir mal, ein gutes Team sorgt sich ja auch um einander. Ja. Das heißt also, ich kriege ja auch mal unter, einen hilfreichen Kommentar einer Kollegin, die mir sagt, also du strengst dich da jetzt zu sehr an oder lass mal locker oder versuch mal was anderes. Das heißt also, auch meine eigenen Möglichkeiten, die werden dadurch breiter, weil man sich ja sehr schnell verhakt oder glaubt, ich muss mich jetzt durchsetzen oder ich muss hier gewinnen oder dass man so Fluchttendenzen hat, nichts wie raus hier aus diesem Zimmer. Ja, also dass man selber so an Grenzen kommt und manchmal auch diese Grenzen gar nicht spürt. Und dann bin ich eigentlich darauf angewiesen, dass jemand anderes mir mal sagt, hör mal, Junge, ja, mir fällt jetzt mal das an dir auf. Das heißt, nicht nur kommt das dem Klienten zugute, es kommt auch mir zugute. Und wiederum, auch ich kann mich um andere Teammitglieder kümmern, indem ich auch mal sehe, was bei denen los ist. Das heißt also, das Ganze verteilt sich. Das ist sozusagen wie so eine Lastenverteilung, wenn man auf dünnem Eis ist. Also je weiter ich, sagen wir mal, die Fläche mache, mit der ich auf dem dünnen Eis stehe, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einbreche. Ja, wenn ich mal bei diesem Bild bin, habe ich das Gewicht an einem Punkt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass ich einbreche. Das könnte vielleicht so ein Bild sein, um das verständlich zu machen. Vielleicht gehen wir doch noch mal ein paar Schritte zurück. Also wir reden ja immer vom Team und wir reden in unserem Fall ja speziell von einem Team in der gerontopsychiatrischen Versorgung. Ja. Der Grund, also der einzige Grund, oder das einzige, was rechtfertigen würde, im Speziellen von einem Team in der gerontopsychiatrischen Versorgung zu sprechen, wäre ja, wenn dieses Team sich unterscheiden würde von Teams in anderen Zusammenhängen. Was würdest du sagen? Gibt es etwas Besonderes, was ein Team in der gerontopsychiatrischen Versorgung, sage ich mal, ganz anders macht oder in einer besonderen Form herauszustellen lässt als beispielsweise ein Team, keine Ahnung, von Verkäufern in einem Discounter oder wie auch immer? Also ich denke, was in der Gerontopsychiatrie vielleicht eine Besonderheit darstellt, also man unterscheidet in der Regel, sag mal so, in der Gruppentheorie zwischen eher so familiären Gruppen, die so ein Höchstmaß an Intimität haben, und funktionale Gruppen, die jetzt zum Beispiel eher Verkäufer sind oder im Transportwesen oder die sonstige funktionale Aufgaben haben. Und in der sozialen Arbeit haben wir so eine Mischsituation. Ja, also das ist weder ganz familiär, noch ist es so ganz funktional, sondern man schwankt so zwischen diesen beiden so hin und her. Und in der Gerontopsychiatrie kommt noch eine Besonderheit hinzu, nämlich zum einen, dass ich immer mit Grenzsituationen konfrontiert bin. Mhm. Also das bin ich in funktionalen Zusammenhängen vielleicht auch mal, aber nicht immer. Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt
in einem Geschäft arbeite, dann habe ich in der Regel einen relativ normalen Alltag. Da kann es auch mal den einen oder anderen störenden Kunden geben oder einen Lieferausfall. Aber in der Regel bin ich nicht beständig mit Grenzsituationen des Menschlichen konfrontiert. Zum Zweiten gibt es für diese Grenzsituationen in der Regel keine festen Regeln. Ja, also ich bin sozusagen immer an der Grenze von Normen, wo auch nicht mehr so klar ist, was mache ich denn jetzt, ja, wenn die immer hinter mir herläuft oder wenn die immer zu ihrer Mutter will oder wenn die immer meint, die Polizei käme und würde hier alle verhaften. Also ja, das ist nicht so gut, so nennt man das antizipierbar, vorhersehbar. Ja. Und das finde ich ist so das Besondere. Man muss von Moment zu Moment immer wieder so gucken, was mache ich denn da? Was hat sich bewährt? Wie reagiere ich denn jetzt? Und da kommt es natürlich notwendigerweise auch zu Situationen, die vielleicht nicht so gut laufen. Also ja, wo ich mir auch verzeihen muss oder wo auch Dinge mal schräg sind oder wo bei mir die Emotionen durchgaloppieren. Das heißt also, in solchen unsicheren Situationen gibt es eigentlich, ist das Team eine Hilfe, diese unsicheren Situationen auszuhalten, zu regeln, nicht nur in Bezug auf den Klienten, sondern in Bezug auch auf mich selbst. Ja. Ich will mal ein bisschen Wasser noch in den Wein gießen. In der Vorbereitung auf unser Gespräch hier heute Morgen habe ich gestern noch mal ganz lange darüber nachgedacht. Und ist diese Idee von Teams, die zusammenhalten, sich gegenseitig stützen, nicht im Grunde bloße Sozialromantik, wenn man sich überlegt, dass heute gerollte psychiatrischen Teams zu großen Teilen aus Teilzeitkräften bestehen, wo hier einer 3 Stunden kommt, da einer 3 Stunden kommt, die Leute sich womöglich kaum sehen, weil sie sich eher abwechseln an bestimmten Stellen, dass es kaum, also es gibt ja kaum noch, so wie wir beide das vielleicht noch von früher kennen, große Übergaben, wo gar nicht alle Leute mittags in den Besprechungsraum reinpassten, weil ganze Teams wechselten von morgens ab, sondern heute eher Leute zu Stoßzeiten eingesetzt werden. Das heißt, diese Idee von wirklichen Teams, die sich stützen und durch das sich stützen überhaupt in der Lage sind, womöglich als eine Art von Therapeutikum zu wirken, die gibt's doch eigentlich gar nicht mehr, oder? Doch, die gibt's. Also das fand ich ja selber überraschend, sowohl bei den Interviews, die wir gemacht haben in den 3 Einrichtungen, wo wir waren, aber auch wenn ich mal so bei anderen Gelegenheiten in die Teams komme. Das letzte war jetzt noch im Sommer mal, wo ich mal länger mit 3 verschiedenen Teams zu tun gehabt habe. Da war ich doch überrascht, dass es in vielen Einrichtungen sehr, sehr gute Teams gibt, die dann auch sagen, also gut, es gibt ja manches, was schwierig ist, zum Beispiel am Gebäude oder auch was so Regeln angeht, aber wir halten hier zusammen. Ja, oder ich verbringe hier mehr Zeit mit meinen Kollegen, als ich mit meiner Familie verbringe. Hier hat schon seit vielen Jahren kaum noch mal einer gewechselt, weil wir uns so gut verstehen. Also es scheint durchaus dieses Phänomen zu geben, dass es wirklich gute Teams gibt, die trotz all der Krisen und schwierigen Gegebenheiten echt zusammenhalten. Das ist natürlich jetzt ein Phänomen, das kann man nicht generalisieren, weil es wird natürlich genauso das geben, was du gerade beschreibst. Ja. Ja, ja, ja. Und da hängt natürlich ganz viel so dieser Kipp, dieses Wir-Gefühl, das so ein Team entwickelt. Das hängt natürlich von unendlich vielen Variablen ab. Das kann man gar nicht alles aufzählen. Da ist die Leitung, spielt eine Rolle und da spielt, inwiefern die Leute gehört werden, mitwirken können, nicht über ihren Kopf entschieden wird. Und es ist natürlich auch quantitativ so, wenn du also so wenig bist, dass du die Arbeit kaum bewältigen kannst und dir das Herzpendel raushängst, dann guckt auch noch nur noch jeder, dass er überlebt. Also ich würde sagen, wo es dann mehr ums eigene Überleben geht. Da ist dann auch natürlich der Wechsel sehr groß und dort sind diese Teamfaktoren natürlich sehr gering und dort ist anzunehmen, dass höchstwahrscheinlich auch die Symptomdichte der Bewohner zunimmt. Aber das heißt doch letztlich, wenn man
in Anführungszeichen daran glaubt, dass Teams als Teams etwas bewirken können, dann müssen die Instanzen, die Teams zusammenstellen und Teams überhaupt entstehen lassen, sich doch klar sein, dass diese Teams auch dann gemeinsam Kontakt brauchen, gemeinsame Arbeitszeit brauchen. Das heißt, diese totale Zersplitterung in stundenweise Arbeiten von allen sozusagen, wo man sagt, hier gibt es Stoßzeiten, die hängen meistens mit der Körperpflege, im besten Falle noch mit der Nahrungsgabe zusammen, aber ansonsten haben wir nur noch Aufpasser und den Rest der Zeit holen wir Leute nur zu den Stoßzeiten. Das kann ja nicht funktionieren, wenn man Teams zusammenstellt, ja. Nicht, oder? Wobei erstaunlich ist, dass manche Teams das dann auch so kompensieren, dass die sich außerhalb der Arbeitszeit treffen. Das ist, ne, also es gibt also etwas bösen Spruch, also Teams sind auch restinzestiöse Gebilde, ja. Also wo lerne ich denn Menschen kennen? Naja, auch während der Arbeit, also trifft man sich dann im privaten Bereich auch so. Ja, und man hat seine Chatgruppe und man tauscht sich aus über Dienstzeiten und bevor der Dienstplan geschrieben wird, gibt es ja schon 1000 Kontakte über die Chatgruppe. Ja, also, obwohl ich weiß, dass du nicht so denkst, geht mir da an der Stelle natürlich schon die Hutschnur als alten Gewerkschafter wieder ich mir natürlich denke, Arbeitsbedingungen dich dazu zwingen, die wichtigen teamgestalterischen Aufgaben in deine Freizeit zu verlegen. Ja. Und Teams das natürlich machen, das kenne ich auch, ganz schlimm ist es in der ambulanten Pflege, wo 3/4 aller Besprechungen in der Freizeit stattfinden und nicht in den, also wo sind wir dann dort an dieser Stelle hingekommen und wie können wir dagegen steuern? Ne? Aber für mich ist erstmal die Beobachtung, dass den Mitgliedern der Teamgedanke so wichtig ist, dass sie auch bereit sind, das Private dafür zu nutzen, um daran festzuhalten. Ja, und dass das natürlich nicht wirklich gut ist und nicht so sein sollte, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Aber erst einmal, für mich ist erstmal wichtig, viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, denen ist dieser Teamgedanke sehr, sehr wichtig und ist einer der Hauptaspekte auch, warum sie in der Arbeit sind. Ja, das heißt also, es ist zum einen natürlich das Doing Good, also für andere Menschen etwas Gutes zu tun, aber dafür eben auch eine Resonanz zu haben, das nicht alleine zu tun, in einer Gruppe zu tun, in dieser Gruppe Halt zu haben. Also diese beiden Aspekte, was Gutes zu tun und mich dabei aber auch gut zu fühlen und dabei in einem Team aufgehoben zu sein, das macht ein Stück dessen aus, was ich mal so die intrinsische oder Primärmotivation nenne, die meistens Menschen haben, die in dieses Feld gehen. Aber das sind natürlich tatsächlich zwei Paar Schuhe. Das eine ist genau das, was du gerade beschreibst. Und das andere wären eigentlich berufspolitische Konsequenzen, die gezogen werden müssten an der Stelle. Ja. Das sind ja genau die Punkte, an der wir so oft sind. Aber ich glaube einfach, und damit kommen wir noch zu einem anderen Punkt, den ich mir auch angesehen habe, aber insbesondere du ja nochmal. Das ist der Punkt des Dirty Work, also zu sagen, die Idee des je schwieriger Situationen sind, auch dass der Zusammenhalt größer wird in besonders prekären Situationen. Und vielleicht magst du noch mal ein paar Worte überhaupt grundsätzlich zum Konzept und zu der Idee des Dirty Work sagen, die ja eventuell zumindest als These auch ein Stück weit übertragbar ist auf die geräumte psychiatrische Pflege. Also vielleicht noch also weltweit nimmt die Anzahl der Assistenzpflegenden zu und die Anzahl der examinierten oder diplomierten Kräfte ab. Ja. Und Tatsache ist so, dass immer mehr Dinge, die eigentlich Vorbehaltstätigkeiten von Examinierten oder Diplomierten sind, immer mehr auch von Assistenten wahrgenommen wird. Und die wiederum sagen, eigentlich sind die Unterschiede irrelevant. Ja. So. Aber nochmal zu der Grundfrage, also unter Dirty Work und Dirty Workers versteht man eigentlich Menschen, die Angstthemen einer Gesellschaft bearbeiten. Die haben meistens zu tun mit Normverletzungen, mit Müll, mit Tod, mit Scham- und Angstthemen. Und jede Gesellschaft braucht quasi Institutionen und auch Menschen, die sich mit diesen grenzwertigen Themen am Rande ihrer Normkonstrukte befassen, das quasi entsorgen. Also Altenpflege ist eine angstbindende Institution, die die Gesellschaft mit sich vor Themen wie Alter, Angst, Zerfall, Demenz schützt. So. Und weil die Menschen, die dort jetzt dann arbeiten, die kriegen sozusagen etwas von diesem Angst, dieser Scham und diesen Ekelthemen mit.
Und in der Regel machen das ja auch Menschen, die jetzt nicht gerade die höchsten Qualifikationen haben, sondern das machen ja meistens Menschen, die eingewandert sind, eine geringe Schulausbildung haben, die auch dafür nicht so viel Geld bekommen. Das heißt also, diese Randthemen der Gesellschaft, die werden von Menschen bearbeitet, die tendenziell auch ein bisschen am Rand stehen oder denen dann vermittelt wird, dass sie am Rand stehen. Und die Leitfrage dafür, das erkennt man immer an dieser Frage, wie kannst du das denn nur machen? Oder ich bewundere ja, dass sie das so machen, das ist ja großartig. Ich könnte es aber nicht. Aber ich könnte das ja nicht. Das heißt also, in Form einer Bewunderung wird eigentlich ein Ekelthema verpackt. Ja. So, ja. Und diese Menschen, die kriegen dann oft wenig Anerkennung, werden wenig so beachtet und schaffen sich, um das auszugleichen, sozusagen ein Statusschild, ein Schutzschild, eine zweite Schicht, ein Second Skin, könnte man sagen. Ja? Indem sie so Sachen sagen, ja, wir schaffen das, andere nicht, wir sind hart genug, das zu bewältigen. Wir sind eigentlich diejenigen, die wissen, was die Klienten denken und brauchen, diese Examinierten und erst recht die Pflegewissenschaftler, was wissen die schon, aber wir wissen eigentlich. Und je mehr die sich da so drin verbaggern, desto mehr bildet sich etwas aus, das nennt man Groupthink, also so ein Gruppendenken. Im Militär nennt man das Korpsgeist. Ja? Mhm. So auch bei Polizisten kennt man das, bei Feuerwehrleuten. Ja? Also alle Leute, die solche grenzwertigen Themen bearbeiten, die entwickeln so einen Korpsgeist. Ja? Also wir schaffen das. Und damit grenzt man sich aber auch ein Stück weit von anderen ab. Also man will dann oft von so Wissenschafts nichts wissen oder von neuen Konzepten nichts wissen, sondern man sagt dann, ja, das haben wir immer schon so gemacht und das ändern wir auch nicht. Und wenn ihr was verändert, dann machen wir das. Das heißt also, die blockieren das auch und bilden damit auch so eine hyperstabile mentale Verfassung, wo du dann als Leitender oder als Fortbildner oder wer auch immer kaum noch mehr ankommt. Und das ist aber auf der anderen Seite, wenn ich da einmal unterbreche, auf der anderen Seite hat es natürlich dieses jetzt erst recht Gefühl und insofern könnte man tatsächlich sagen, je bescheidener, um nicht zu sagen, je beschissener die Verhältnisse, desto teamstiftender ist unter Umständen die Situation. Genau. Aber man sagt, diese Art ist nicht so gesund. Ja. Das ist also, das heißt, weil du dich ja ein Stück weit auch der Realität oder auch sinnvollen Neuerungen oder weiteren Entwicklungen entziehst. Das heißt also, wichtig wäre, dass ein Team so aufgebaut wird, dass es in diese defensive Position nicht so hineinkommt, sondern dass es weiter für Veränderungen offen bleibt. Und dafür musst du natürlich auch als Assistent das Gefühl haben, ich werde gehört, ich werde gesehen, ich werde beteiligt, meine Meinung ist wichtig und es wird nicht so über meinen Kopf entschieden und ich kann auch hier die Arbeit ein Stück weit so gestalten, wie ich sie auch für sinnvoll halte. Dazu gehört natürlich auch, diese Assistenten zu qualifizieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch am Wissen teilzuhaben, das es in diesen Fällen gibt. Ne? Also Groupthink ist im Grunde genommen eine Defensive, die sich ergibt, wenn diese Menschen zu wenig Anerkennung und Beachtung bekommen und die Aufgabe wäre, sagen wir mal, so ein Team elastisch, flexibel, anpassungsfähig zu halten. Und dafür ist es zum Beispiel auch gut, wenn so ein Team möglichst viele Beruflichkeiten umfasst. Also wenn du da nicht nur Pflegende hast, sondern wenn da auch ein Ergotherapeut dabei ist und ein Physiotherapeut dabei ist und vielleicht sogar ein Kunsttherapeut dabei ist, die dann auch mal eine andere Perspektive in das Ganze reinbringen. Aber wenn du natürlich diese verschiedenen Professionen und auch wirklich Personen in das Team holen willst, die für diese Professionen stehen, die kosten natürlich auch wiederum Geld und viel mehr Geld als Pflegeassistenten, unabhängig davon, welche großartige Leistung diese vollbringen. Ganz genau. Ne, und das ist dann zu teuer, aber letztendlich, sag mal so auf die Dauer, also ein Team, das zu wenig lernt, das zu wenig Außenperspektive reinlässt, kann auch sich in seiner Innenperspektive nicht weiterentwickeln. Das heißt also, kann in seiner Kompetenz im Umgang mit der Situation nicht wirklich lernen, sondern hat dann vielleicht eher so Vorstellungen von, es muss aber jetzt jeder sauber sein, es muss aber jetzt jeder das aufgegessen haben, es muss jetzt aber auch jeder seine Medikamente nehmen. Das heißt, je mehr du
dich nach außen verbaggerst, desto größer ist die Rigidität nach innen. Ja, das kennt man übrigens auch von dysfunktionalen Familien. Ja, also Familien, die sozusagen traumatisiert sind, ein Geheimnis haben. Ja, da muss auch nach außen immer gesagt werden, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut, wir haben keine Probleme. Und die haben dann riesigen Schwierigkeiten, Hilfen zuzulassen, Psychotherapie zuzulassen, Pflegedienste zuzulassen, weil sie eigentlich nicht wollen, dass irgendjemand von draußen dem inneren Geheimnis beiwohnt. Und so ähnlich ist das ja auch. Ja, aber also das heißt, hier ist es ja noch extremer, weil über dieser Instanz ja noch wieder eine andere Instanz sitzt, die letztlich Entscheidungen für sie trifft. Also die könnten sich noch nicht mal von selbst öffnen und könnten von selbst sagen, wir wollen jetzt aber Fortbildung, ja. Supervision oder ähnliches haben, sondern da muss dann noch der Vorgesetzte oder jemand aus der Geschäftsführung dem auch noch wieder zustimmen. Nicht? Also das Teamarbeit ist natürlich immer auch ganz entscheidend Führungsaufgabe. Ja, eben. Keine Frage. Ja, und die Schwierigkeit, die ich so sehe, ist, dass in den letzten Jahren auch seitens der gesamten Qualitätsentwicklung man nicht immer nur die materielle Pflegequalität im Blick hat. Also da geht es dann über die Kubitus und über Entlastung und über Ernährung, über Sturzprophylaxe. Das heißt, ich bin immer so thematisch da dran, aber ich schaue mir die andere Seite nicht an, nämlich eigentlich die Beziehung und das Team und das Miteinander, aus dem diese Arbeit heraus ja geleistet wird. Und da denke ich, ist Führung gefordert, dass sie also nicht nur, sagen wir mal, auf diese Pflegequalität, sondern genauso auf die Teamqualität achtet, weil es ist nur in, mit und durch das Team, dass diese Pflegequalität auch erreicht werden kann. Und du hast natürlich da recht, also Team ist in erster Linie Führungsarbeit, aber ich sag mal, es gibt auch so manche Führungen, die an ihren Teams gescheitert sind. Ne? Also das nenne ich, wenn die einmal so ein hyperstabiles Mindset haben, ne, ich nenne das immer so multiresistente Mitarbeiter, Entschuldigung. Ja. Aber genau an der Stelle, Christian, wird natürlich oft die Zersetzung des Teams als Instrument von Leitung auch genommen. Also wenn Teams zu stabil werden, den Vorgesetzten widersprechen, kenne ich noch aus meiner Zeit in der Pflege, dass dann die Teams auseinander. Weil, aber das heißt natürlich genau das, was du sagst, das bestätigt die Stärke, die Teams haben können an der Stelle. Nicht die Stärke, die Teams haben können, aber sag mal, wenn Führung sich ja falsch verhält, dann wird sie natürlich vielleicht durch zu große Forderungen, durch zu viel Kontrolle, durch zu viele Listen, durch zu viele qualitätssichernde Maßnahmen, wird sie diese Hyperstabilität, diesen Groupthink eher verstärken. Weil je mehr ich jetzt Druck mache, desto mehr bauen die sozusagen ihre Schutzschicht auf. Also die Aufgabe ist, sag mal, diese beiden Dinge auf eine kluge Weise miteinander zu verzahnen. Also zu sagen, es gibt hier fachliche Anforderungen, aber wie könnt ihr das im Team regeln und was braucht ihr dafür? Also im Grunde genommen fachliche Anforderungen zu nutzen für eine innere Entwicklung des Teams und nicht so sehr im Sinne von, ihr müsst jetzt aber und das und das und also so diese, dass man quasi die Forderungskataloge noch mehr erweitert. Das ist eher etwas, das sozusagen den Boden verhärtet, ja, wo du immer noch mehr starrst und der Boden immer härter wird. Und das zu leisten, ist eben eine Aufgabe kluger Führungsarbeit. Ja. Okay, ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen. Also wir kommen zu dem Schluss, dass Teams als solche, funktionierende Teams, die sich gefunden haben, was sicherlich auch Zeit braucht, die ihrer Zusammensetzung nicht zufällig sein sollten, sondern auch zumindest, was auch die verschiedenen Disziplinen, die zusammenarbeiten, das schon auch ein Stück weit gesteuert sein muss. Sie brauchen Kontakt, wirklichen Kontakt miteinander, dass sie sich auch tatsächlich sehen und sich austauschen können. Dann sind sie in der Lage, sich selbst gegenseitig zu stärken, um damit dann in einem nächsten Schritt sozusagen auch eine starke haltende Wirkung für die Menschen zu haben, für die sie eigentlich da sein sollen. Dieser Gedanke eines stabilen Teams entsteht zum einen natürlich daraus, dass sich die richtigen Leute dort finden, aber auch, wie du gerade beschreibst, aus der prekären Situation, in der sie sich befinden. Und das Spannendste, was ich jetzt finde, ist diese prekäre Situation, die ja Kräfte freisetzt, also wir gegen die Welt, das sozusagen diese Kräfte zu nutzen und aus dem Wir gegen die Welt zu öffnen, sondern sozusagen ein Wir für die Welt zu machen. Ja, okay. Das ist dann wieder eine ganz große Aufgabe. Ja, genau.
Ja, und ich glaube, die entscheidende Voraussetzung ist sowas wie Vertrauen. Also, dass Leitung eine Art Wette eingehen muss, dass sie das Risiko eingehen muss, den Pflegenden zu vertrauen, eigentlich erstmal ihre Arbeit gut zu machen und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, das gut zu machen. Und je enger und genauer ich das kleinschrittig kontrollieren möchte, das finde ich übrigens, das finde ich auch so schwierig bei heutigen Bildungsprozessen, oft in den Bachelorprogrammen, wo man sehr, sehr kleinschrittig die Lernschritte setzt und im Grunde genommen die freie Entfaltung des Geistes dadurch ganz behindert wird. Ich lese dann gar nicht mehr den Roman im Studium der deutschen Sprache, sondern ich lese nur noch die Zusammenfassung, die ich brauche für die nächste Prüfung. Also das heißt, mein Lernen wird immer enger geführt, je größer die Anforderungen und Leistungen sind. Und sowas Ähnliches sehe ich auch bei Teams. Also je enger man das führt, desto mehr, sagen wir mal, verdichte ich den Boden. Ich glaube auch, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich kann mir vorstellen, dass weil du es vergleichst mit Bachelor und so weiter, du verlierst natürlich auch nicht so viele Leute, die sich in all dem verlieren können, in all dem, wenn sie sich frei entfalten. Ob das der richtigere Weg ist, ist eine ganz andere Frage. Ne? Da hast du natürlich recht. Gut, soweit zum Thema Team, meine lieben Zuhörer, Zuseher. Sie wissen, das ist jetzt auch wieder nur einmal angetouched, das Ganze. Schauen Sie sich den Vortrag an, den der Christian dazu zu dem Thema nochmal gemacht hat. Wir verlinken den auch nochmal hier drunter. Und nichtsdestotrotz ist das auch alles nur ein kleiner Teil dessen, was wir festgestellt haben. Ist, dass es relativ oder fast kaum Forschung speziell zu geräumten psychiatrischen Teams gibt, dass es Zeit wird, dass wir das machen, denn wir alle, die wir aus diesem Bereich kommen, wissen um die Wirksamkeit der Person. Die Frage ist, ob es tatsächlich ein Mehr gibt der Wirksamkeit der Person durch eine Wirksamkeit eines Teams oder so, ob das nicht noch viel mehr Bedeutung hat für die Personen, die im Team arbeiten, ganz gewiss. Da sind wir uns sicherlich einig. Christian, noch ein paar salbungsvolle Worte, die du loswerden willst jetzt. Naja, also ich denke, dass Teams natürlich auch eine Menge untereinander und füreinander tun können, um so eine Entwicklung so auf die Spur zu helfen. Also es ist schwierig, wenn man immer nur so in dieser Position verbleibt. Ja, andere müssen erstmal was tun, bevor ich was tun kann. Also ich denke, auch innerhalb der Teams kann man dadurch, dass man Menschen was zutraut, dass man anderen Menschen etwas auch an Vertrauen entgegenbringt, eine ganze Menge bewirken, damit so ein Zusammenhalt entstehen kann. Also ich denke, Teams sind oft sehr viel mächtiger in ihren Möglichkeiten, als sie das vor Ort einschätzen. Das glaube ich auch. In diesem Sinne, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wir verabschieden uns, freuen uns auf unser nächstes Haustheater. Schauen Sie auf unserem Blog, auf unseren Kanälen vorbei, unserem Blog www.dzla.de. Wenn Sie dieses Video oder andere Videos von uns mögen, liken Sie es oder schreiben Sie drunter, was Sie daran schrecklich finden. Auch darauf werden wir antworten. Und ansonsten freuen wir uns auf den Austausch und auf die nächsten Dinge, die auf uns zukommen. Also bis bald, Ihr Team des Dialogzentrums. Tschüss.